Dieses Tool ist jetzt fertig geschliffen und geölt. Jetzt werden wir diese Lampenbänder hier montieren. Oder keine Ahnung, wie man dazu sagt, Lappenloch, Dings, Bumsband. Du schraubst sogar mit der Maschine mit den Schlitzschraubenziehern. Als normaler Mensch, das geht gar nicht. Da fallen wir immer raus. Ja, aber der ist schon gebrochen. Jetzt, das ist gebrochen auch noch. Gebrochen ist, jetzt ist es ein bisschen schwer. Schluss muss ich mit dem Schraubendreher machen, denn der ist gebrochen. Das habe ich jetzt schon dreimal gesagt, dass der gebrochen ist, Nadja. Die Nadja ist jetzt übrigens. Ist der gebrochen? Ja, und übrigens ist die Nadja hier. Sag was. Ich bin da. So, die Nadja redet immer so viel. Sie will sich immer in den Mittelpunkt drängen und... Soll ich einen Bitter neuen suchen? Jetzt, das ist gefunden was. Ja, aber die Schrauben werden halt eben kaputt alle. Also die Schrauben, nein, da musst du einen neuen Bit suchen. Da, der Bit kaputt. Oder soll ich die letzten Schrauben mit der Hand eindrehen? Ja, oder im Kastel brauchst du auch noch mal. Nein, das hat da nämlich Kreuzschrauben. Ah! Da Torx nehme ich da. Warum nimmst du da Schlitzschrauben und dort Kreuz? Das ist nicht verständlich. Naja, ich habe so lange nicht, die ich beim Korpus brauche. Ich könnte so kurze auch nehmen, aber ich habe mir eingebildet, ich brauche für den Korpus längere. Und das sind dann Kreuzschrauben? Na, Torx eigentlich. Torx, das sind die Sechsecken. 6,5 Ecken. 6,5? Wie ging das? Keine Ahnung. Die sind jetzt alle kaputt. Die Schrauben. Jetzt sind sie kaputt. Ja, normal so. Ja, nein, wegen dem Bit. Die Schrauben sollten alle in eine Richtung schauen. Nicht so groß. Alles so. In eine Richtung. Wirklich? Ja. Aber das geht nicht. Die sind kaputt. Oje. Das ist schrecklich, Nadja. Das heißt, wenn man ein Kastel kauft, wo die Schrauben nicht alle in eine Richtung sind, dann ist es klumpert. Dann kann man es eigentlich weghauen. Okay. Dann ist es nicht hochwertig und es wird nicht lange halten, es fehlt gleich von Anfang. Deswegen hat der IKEA nicht solche Schrauben. Ja, genau, weil es weißt von Haus aus schon. Das sieht man nämlich dann nicht. Genau. Ein Dreck ist. Ja. Schneidet beim IKEA ein Mensch die ganzen Möbeln zu oder gibt es da zwei Angestellte in der Tischlerei? Das macht alle überhaupt niemand. Das machen die Maschinen hochautomatisch. Du musst das eigentlich hängen, Herr Vater. Jetzt brauche ich einen Halterer. So, geht's? Hoffentlich. Ja, warum hoffe ich? Soll ich hinschauen? Nein, das weiß ich nicht. Sieh, da muss man. Nein, das hast du nicht eingehängt. Dass der nicht runtergefallen jetzt ist. So. Super, Nadja, du hältst das wirklich perfekt. Du bist nur 5 cm neben den Löchern. Das machen. So. Oberste. Genau, das unterste. Und fertig. Kannst schon auslassen. Das war's. Ich bin verbogen da oben. Ist egal. Ich sehe nur dein Kastel. Was ist verbogen? Ich sehe das gegen das Licht. Na ja, natürlich. Das ist ja ganz ein dünnes Blech und das ist hinten ausgestemmt. Das liegt ja nicht 100% vollfleckig auf. Aha. Dann hätte ich es fräsen müssen. Schaut aus wie bei meiner Oma Kasten. Genau. Mit den ganz alten Schild. Genau, das ist noch. Das ist schön, ja? Eine ehrliche Ausstemmung. Mhm. Genau. Weil es händisch ausgestellt ist. Und wenn das mit der, ich meine, es ist jetzt ziemlich genau, aber. Was machst du jetzt? Da in dieser Ecke hängt es ein bisschen. Ist schon drinnen. So. Und schließt. Ja, und jetzt können wir da schauen, ob das passt, ob das schön die Luft passt. Wie schaut das aus? Unten ist, glaube ich, ein bisschen weiter weg. Kann das sein? Mal schauen. Ja, unten ist sie eventuell ein bisschen weg. Das kann aber auch sein vom Schleifen. Das Band ist nämlich ganz versenkt. Hier auch.
Also das ist vom Korpus dann, das habe ich händisch geschliffen, also mit der Bandschleifmaschine. Und aus diesem Grund kann das sein, dass hier unten einfach, dass ich mehr weggenommen habe. Also da schaut es gut aus. Ja. Und da muss ich einen Riegel geben, denn diese Türen haben ja keine Feder drin. Die modernen Türen haben ja eine Feder und die ziehen die Tür zu. Ja. Und diese haben das nicht. Jetzt ist, ja. Also jetzt, Magneten ist das nicht? Magnet würde gehen, aber ich werde einen Riegel nehmen und ja. Und das passt aus dem Grund so schön, die Luft, weil ich das schon montiert gehabt habe. Und dann habe ich die Luft passend geschliffen. Aha. Ja, denn ich kann ja nichts verstellen. Sieht man das irgendwo am Video? Ja, das sieht man. Natürlich sieht man das. Teil 2 oder Teil 1, das kann auch Teil 1.0 sein. Oder Teil 3. Man weiß nicht. 3.4. Genau. Ist das Kassel jetzt da fertig, oder wie? Also das Kassel ist fertig. Ja. Fertig. Okay. Da fehlt noch die, das Innenleben. Falls das Innenleben, ich habe gesagt, ich mache hier nur 3 Teile. Soll ich noch einen 4. Teil mit dem Innenleben extra machen, weil der 3. Ja, dann verabschieden wir uns jetzt. Ja, du musst dich verabschieden. Na, du auch. Na, ich war ja nicht dabei. Na, du warst ja nicht dabei. Na, du musst ich weggehen. Ich war nicht dabei. Du musst weggehen. Geht so? Ja. Sieht man so nichts? Nein. Ich sage danke. Wahrscheinlich wird das ein Teil 5. Willst du auch was sagen? Nein, ich verstehe mich. Grüß Gott bei Teil 4 von 3 Teilen. Warum? Was ist schuld daran? Natürlich die vielen Pausen, die ich immer mache. Jetzt, ich habe Kaffee ausgemacht, ein Kuchen war frisch gebacken und ich konnte nicht weiterarbeiten. Ich hoffe, ihr könnt mir vergeben. 3x3 ist aber 9. Also es ist ein Teufelskreis. Auf jeden Fall werden wir jetzt als erstes das Schloss montieren. Zum Glück habe ich so eine Wunderkiste, die mit allem zugemüllt ist, was man sich vorstellen kann. Sehr sinnvoll. Ich habe hier ein Kastenschloss, glaube ich, sagt man dazu. Jetzt wollen wir das natürlich hier innen montieren und ich muss durchbohren, damit ich den Schlüssel dann später heraus habe. Hier kommt das her. Dazu werde ich mir einen Strich machen, wo circa das Schloss ist. Und jetzt kommt der spannende Teil. Das ist die Außenseite, quasi mein Nullpunkt. Und hier nehme ich die Mitte an. Das kann ich mir jetzt hier anreißen. Jetzt kann man hier den Riss sehen und dieser Riss ist dann hier Mitte. Jetzt bohre ich durch. Natürlich muss ich hinten was beilegen, sonst reißt es hinten so aus. Wichtig ist jetzt zum Schauen, was ist der Schlüssel, welche Stärke. Der Schlüssel hat 6 mm, wir werden dann 6,5 bohren. Der Schlitz ist lange hier, also Oberkante, Unterkante, ist 16 mm. Das reiße ich mir hier an. Zum Glück gibt es keinen Plan. Das heißt, ich kann mich ganz frei entfalten. Und das Schließblech, das abdeckt hier, sollte natürlich größer sein wie die Bohrungen. Sonst ist das blöd. Das habe ich auch in dieser Wunderkiste gefunden. Jetzt bohre ich mal so vor. Jetzt habe ich hier oben den Bleistiftstich gekratzt. Und hier unten mache ich dasselbe. Oh. So, und jetzt werden sich ganz viele fragen, wie bekomme ich den Zwischenteil heraus? Ich habe 3 Tage darüber nachgedacht und dann habe ich mich an meine Schulzeit erinnert und jetzt habe ich mir gedacht, ich spanne hier auch die Laubsäge ein. Was haben wir jetzt festgestellt? Mit der Laubsäge geht das gar nicht, weil ich nur vorne Zähne habe. Da gibt es so Blätter, die haben rundherum Zähne, da könnte ich so schräg hinaufschneiden. Habe ich eine Langlochbohrung gemacht. Jetzt halte ich das drüber. Ich stelle fest, dass ich es abdecke. Und jetzt muss das hier durchpassen und in das Schloss hinein. So. Hier vorne bündig. Jetzt kann man das hier sehen. Und jetzt werde ich vorbohren und die Schrauben hineindrehen. Vorbohren. Etwas kleiner vorbohren, wie der Schraube ist. Denn er braucht natürlich Fleisch zum Halten. Bei Schlitzschrauben, beim Anziehen, immer wichtig, nicht die Hand nebenhin. Man kann sehr leicht ausrutschen und kann sich dann verletzen. So. Läuft. Das eine noch. Ihr fragt euch die anderen Schrauben, was ist mit denen? Die habe ich eingeschraubt, wie ihr nicht dabei wart. Jetzt kann ich zusperren. So, zugesperrt ist. Warum kann ich trotzdem aufmachen? Ganz einfach. Dieses Türl muss natürlich jetzt auch
fixiert werden. Da habe ich in meiner Wunderkiste auch wieder was gefunden. Und so kleine Winkel habe ich da auch gefunden. Jetzt muss ich mir nur anschauen, wie weit fährt das in die Höhe und wie weit nach unten. Das geht sich eigentlich aus schön. Brauche ich oben nur ein wenig Luft lassen. Also so bin ich genau. Und ich gehe aber 2-3 mm nach unten. Habe hier meinen ersten Punkt. Muss ich aufpassen, sonst bohre ich durch. Verständlich erklärt. Also der geht ganz nach oben und muss das mit berücksichtigen. Ich will nicht, dass er bei der halben Strecke schon ansteht. Kann man auch lassen. Ich will es ganz ausfahren. So, kürzere Schrauben. Immer Kontrolle, geht nicht durch. Denn wenn er durchgeht, ist das blöd. So. Jetzt richte ich das freie Auge gerade. So. Und jetzt muss ich oben nur diesen Winkel anschlagen. So muss er sein. Das habe ich mir jetzt so hingehalten. Haben das jetzt verstanden? Ich habe mir das so hingehalten, dass ich an dem Riegel hier anstehe, dass das Dürl ganz zu ist. Jetzt habe ich mir kleine 3,5-16er Schrauben geholt. Die sind leider mit Torx, keine Schlitzschrauben. Hier kann man gleich sehen, wie einfach das geht mit so modernen Schrauben. So, habe ich richtig eingestellt. Jetzt könnte ich, wenn ich wollte, wenn es nicht gepasst hätte, hätte ich es ein wenig schräg machen können. Das sieht man öfters bei so Möbeln, dass das schräg ist. Das ist, wenn der erste Schraube oder Nagel nicht 100% gepasst hat, dann kann man das noch etwas nachkorrigieren. Oder die Leute haben einfach von Haus aus das schief montiert. So, jetzt mache ich das hier zu. Und das. Jetzt kann man das nicht mehr aufmachen. Aber was sieht man jetzt wieder? Das schlägt fürchterlich. Was muss ich jetzt machen? Ich brauche jetzt da drüben bei diesem Türl eine Leiste, die so breit ist wie das hier mit einer leichten Phase. Dann geht das streng zu. Und die nächste Überlegung ist, hier unten schlägt es ein bisschen. Soll ich hier unten auch einen Riegel montieren? Ich glaube, ich sollte einen montieren. Muss ich schauen, wie weit das sich das ausgeht? Nein. Das heißt, ich muss hier eine Aufdopplung machen und auf die Aufdopplung kommt dann der Riegel drauf. Denn hier geht sich das nicht aus. Hier stehe ich an, da hätte ich diese Laden nicht so weit zurückschauen lassen dürfen. Hier beim Riegel, das ist die Aufdopplung. Wenn ich das hier nicht gemacht hätte, dann könnte ich nicht zumachen. Dadurch, dass das hier zurückspringt, hätte ich nicht schließen können mit dem Riegel. Und durch diese Aufdopplung springt der Riegel jetzt etwas nach vor und somit geht sich das aus. Ich werde jetzt ein kleines Holzstück richten und dann geht es weiter. So, jetzt habe ich das vorgebohrt, ausgerieben und geschliffen. Eine Seite bei diesem Teil, wo das Schlossriegel anfährt, habe ich schöner geschliffen, also eine Phase mehr angeschliffen, denn dass der Riegel schön raufrutschen kann. Wenn ich sage, eine Phase anhobeln oder anfräsen, dann meine ich, also dass ich hier das wegnehme, dann das ist eine Phase. Mit dem Schleifbackel kann ich nur einmal drüber gehen, dann ist die Phase ganz minimal und klein, aber mit dem Hobel oder mit der Fräse nehme ich dann mehr weg. Eine Phase ist wichtig, wenn ich einen Boden wo einschieben will, durch die Phase rutscht es besser hinein oder auch optisch. Ich hätte hier auch eine Phase anfräsen können. Ich habe einen deutschen Stab angefräst. Ich glaube, man sagt deutscher Stab, wenn man eine Rundung und eine Kante fräst. So, Riegel fahre ich wieder ganz hinaus. So, der Riegel soll unten nicht anstehen. Also so die Luft. Dann kann ich mir hier einen Strich machen und kann das erste vorbohren. Da unten kann ich 3,5-16er Schrauben. Und jetzt, wo haben wir den Riegel? Jetzt
mache ich hier noch einmal eine Kontrolle. Passt. Den teile ich links und rechts schön auf. Und hier kommt natürlich wieder eine schöne Schlitzschraube, denn diese Schraube sieht man ja. Wenn ich mit diesen Fächern, wie gesagt, zurückgesprungen wäre, hätte ich das nicht aufdoppeln müssen. So, und jetzt mache ich wieder dasselbe. Irgend so einen Winkel habe ich noch. Genau, ich habe zwei gefunden. Den halte ich mir jetzt wieder, den gebe ich so hin, dass quasi das einen Zug hat. Hier muss ich wieder eine 3,5-16er nehmen, aber sogar die guckt durch. So, ich habe die Schrauben jetzt abgeschnitten mit einer Schraubenabschneidemaschine. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Ich habe mir das jetzt unlängst erst gekauft. Eine ganz normale Eisensäge. Keine. Und mit der, der Witz war jetzt nicht sehr gut, aber ich habe lange überlegt. Also lacht trotzdem, denn das war sicher 2-3 Stunden Arbeit, dieser Witz, der Aufbau. Ich habe sogar angefangen, Text zu schreiben für diesen einen Witz. Jetzt sollte das unten auch halten. Super. Oben auch. Ober-Unterkante Strich. Und jetzt kommt dieses wunderschöne Teil schön aufgeteilt hierher. Hierzu werde ich wieder vorbohren. So, und jetzt passt. Jetzt kann man das hier nehmen. Riegel nach unten, Riegel hinauf. Jetzt hält dieses Türl und jetzt kann man schon vorab sperren und zack, und es ist geschlossen. Diesen Schlüssel kann ich schlucken oder ich kann ihn eingraben und jedes Mal, wenn ich hinein will, grabe ich ihn einfach aus und komme zu meinem Werkzeug. Das Schließblech kommt erst, wenn ich so Nägel habe. Was hat man hier wieder sehen können? Es ist viel mehr Arbeit, wie wenn man sich ein Möbel fertig kauft. Das ist aber logisch. Dieses Schwedische und das Ganze, wenn man sich da was kauft, ist es ganz schnell fertig. Das Anschlagen nur von diesen Schlössern jetzt und dass es versperrbar ist, hat so lange gedauert, wie wenn ich dorthin fahren würde, würde eines kaufen, würde noch einen Hotdog essen, nach Hause fahren, Zusammenbau. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn hat, sowas selbst zu machen. Also für mich schon, aber ob es für euch einen Sinn hat, weiß ich nicht. So, jetzt mache ich das zu, das mache ich jetzt 10, 15 Mal. Jetzt war ich so begeistert von diesem Auf- und Zumachen und von den ganzen Sachen, dass sich das Innenleben jetzt nicht mehr ausgeht. Für das habe ich jetzt leider keine Zeit nicht mehr. Ganz was wir. Es wird also einen Teil 5 geben. Bis danke. Ich weiß, 5 Teile für so einen Werkzeugkasten ist viel. Aber zum Ausklang wird es in diesem Video noch einen kleinen musikalischen Beitrag geben. Und am Schluss kommt was ganz Geheimes. Diesen geheimen Schluss sollte sich aber keiner anschauen, denn er soll ja geheim bleiben. Also das Beste ist, ihr dreht jetzt ab und schaut euch diesen geheimen Schluss nicht an. Es wird den keiner verstehen. Er ist total kompliziert und geheim. Ich sage danke. Tschüss, Baba. Bleibt mir gewogen, stellt euch nicht auf die Waage, drückt gefällt mir, Daumen rauf, wäre sogar extrem nett. Jetzt sitze ich da, kaputt und munter, und dran von einer besseren Zeit. Weit und breit, Vergangenheit und Zukunft, die haben jetzt keine Bedeutung mehr. Ich hab schon so, so viel bereit, ich hab das Gefühl, es ist so weit.
Tapete. Die sind zumindest ortsverwandt. Du hast einen Zug, du schluckst die Pille. Du weißt, du hast ein Sinn. Es bleibt mir nicht, es geht nichts weiter. Ich hab schon so so viele Reihen. Ich bin der große Freude verleiht. Das ist der Tod jeder Idee. Zuerst merkst du nur, dass dich nimmer freut, und später warst du nimmer. Wie soll es weitergehen? Wenn kommt, dann kann ich hochkriegen. Das geht ja gar nicht. Da brauche ich ein anderes Plan. Nadja, kannst du rausschneiden? Ich schneide das raus, Nadja. Oder du spielst irgendeine schiere Musik im Hintergrund. Am besten, wo der Hafner singt. Dann ist es richtig schier. Dann passt das gar nicht zum Socher dazu. Jetzt renne ich da nervös auf und da. Jetzt ziehe ich die Bohrmaschine, Nadja. Du kannst da alles rausschneiden, liebe Nadja. Ja, super, ich kann mit dir eigentlich reden. Das finde ich nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, du sagst nichts zurück. Das ist schon ein Luxus, was man da hat. So, jetzt bin ich wieder da. Nadja, schau, das für dich. So, ich hoffe, wir sehen uns wieder im Teil fürs Innenleben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bleibt mir gewogen, gefällt mir, Daumen rauf, abonnieren. Tschüss, Papa. Danke. Putzi-Schatzi, tschüss, hallo. Jetzt bist du am Video oben. Nein. Nein, sag nochmal, Putzi-Schatzi, sag nochmal. Putzi-Schatzi, fahr heim. Sie fährt, tschüss. Tschüss.